Greetings, great champion called by grace. I am Fear. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Okay. You are very warm. Neue Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Mhm. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Mhm. Okay. Quatsch, nicht Herstellung. Was macht dieser Segen des Firmaments? Ist der hier irgendwo abgebildet? Da ist eine Königin, Stufe, Attribute, Basisfeld und Erinnerungen an eure Angriff, eure Verteidigung, eure Resistenz an, die durch aufgerüstete Waffen und Rüstungen verliehen werden. Nachrichten, Mehrspielersystem. Kann ich das irgendwo finden? Nee, oder? Nee, Objekterstellung definitiv nicht. Ach da! Erhöht kurz das Gleichgewicht, okay. Ganz zu einer Gehirnstärke. Okay. Wagen-Termin-Gestalt eines Schlafgemäuer. PP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen, allein Frieden, okay. Okay. Okay, okay. Interessant, interessant. Hallo, Mr. Schmied. Wie geht es Ihnen, André? No matter. It's all the same. Leia. Ups. Kriegsasche. Kriegsasche, könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen, eure Talente und Affinitäten zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente gehen hierbei verloren. Affinitäten, ja, alles gut. Ich habe ja nichts, was ich mal draufpacken könnte. Kriegsasche duplizieren, okay. Zur Verwendung mit Echsenhämmern, Krummschwertern und Großschwertern, außer gigantischen Waffen. Verkaufen! Waffen? Ah, na, gucke mal eine an, dann will ich doch gleich nochmal kurz. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. Ja. I'm trapped by the hold. I'm dying smithing for you fools. Wow. That's all there is to it. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. A
of her. Was braucht man hierfür? Nochmal ganz dunkel Schmiedestein, okay. So, verstärken wir erstmal so Shigatana. Nochmal kann ich es nicht verstecken, ich habe keine Dingens mehr. Nee. Gut. Der Typ führt Selbstgespräche, das macht mich ein bisschen nervös. Ah, ich darf hier nicht. Ja, okay, Kämpfe sind hier ja verboten, deswegen darf ich nicht. Geh mir weg. Geh mir weg, du blöde. Wieso ist da ein Nebel? Ich habe ein bisschen Angst, dass warum ist da ein Nebel? Projektilwaffe voraus. Okay, ich kann da gar nicht durch, okay. Also, noch nicht zumindest. Story-wise wird da wahrscheinlich irgendwann die Möglichkeit bestehen können. Interessante Waffe, die du da auf der Schulter hast. Achso, hier ist ihr Raum. Dann werde ich mal ganz kurz nochmal mein Lager leeren. Und den ganzen Kram verkaufen, den ich mich brauche. Truhe sortieren. Ah, Verweiswende brauche ich mal Schlüssel. Danke, Philipp. Zur Truhe wechseln. Da. Da habe ich nichts mehr drin, sonst nur ne. Okay, den ganzen Shit mal verkaufen. Okay. Ach, das sind diese... Ja, ich wollte gerade sagen, das sind diese komischen Schwerter, ne? Diese komischen Steinschwerter. Das hatte ich am Anfang irgendwo schon mal gesehen. Ich auch mehrere Sachen verkaufen. Ich muss die ganze Scheiße mal einzeln verkaufen, ne? Ich will nicht benutzen. Bolzen brauche ich auch nicht. Das Schild behalte ich mal. Besser sind als das, was ich habe. Wow, okay, nee, definitiv nicht. Ah, ich will noch mit A fucking quatschen mit denen. Achso. Lop. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal weiter. Was hier noch so drin ist und dann steigen wir noch ein bisschen auf. Oh ja. Oh, da steht ja einer. Oh, this is a rare occasion. Hallo. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard.
Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Okay, entspannen Sie sich bitte. There's nothing left to say. Okay. Be at your leisure. Klappe. Okay, hier kommt man nicht. Oh, wait, da kommt man irgendwann. Tür ist blockiert. Okay, irgendwann kommt man dadurch wahrscheinlich. Oder das ist der Weg, wenn man halt unten den Dings aufmacht. Bin gerade ein bisschen in Versuchung, das einfach mal zu machen. Ich meine, kämpfen kann ich hier eh nicht, also kann ich hier maximal dodgen müssen. Ah ja, daneben direkt ist der Gargelkram. Na, let's go. Ich sehe da hinten ja schon die Truhe. Ah, okay, das geht sogar noch weiter. Okay. Aha, Schwarzschlüsselarmbrust, okay. Und Seuchenbolzen. Okay. Aber ich guess, das war's. Mehr Schlüssel habe ich, glaube ich, auch nicht. Ah, doch, nevermind, ich habe noch einen. Ah, nee, nevermind, ich habe keinen mehr. Okay. Dachte, es wird wenigstens angezeigt, wenn man keine mehr hat. Gut, dann werden wir noch ein bisschen aufsteigen. Das Ushigatana braucht ja Geschick für mehr Schaden. Oder? Mal kurz, draufschauen. Na gut, hier ist Stärke und Geschick beides als Descaling. Man konnte bei den komischen Damen, man konnte bei den Ladies da hinten doch noch so ein Schwertding kaufen, einfach so einen Schlüssel kaufen. Ne? Die Tür ist jetzt offen? Okay. Kann es sein, dass wenn man die Schlüssel unten benutzt, hier immer mehr Türen aufgehen? So, just playing the guessing game. What do you need? Ah ne, oder ich habe, weil ich mit dem gequatscht habe, die Tür aufgegangen. Das kann natürlich auch sein. Are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers and claim for yourself a great rune. Do so. And the doors to the round table's inner chamber will open. Mm. And you will receive the wisdom of the two fingers. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the round table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. I have matters to attend to. Okay. Alles klar. Was ist das denn? Wird der Finger nimmt die Gestalt des Gastes an. Okay. da. Oh, 4000 Seelen, 3 Stück kann man kaufen. Huiuiuiuiui, das ist. Gut, okay. Dann werden wir doch mal aufsteigen. Geist erhöht die FP.
Kann die erhöht die Ausdauer und Maximaldingens. Ich hätte aber gerne ein bisschen. Gibt's da bestimmt auch sowas wie Softcaps wieder. Denke ich. Stärke gibt mir halt einfach theoretisch mehr. Gut, dann werden wir jetzt nochmal 2, 3, 4, 5.000 Mal den Boss probieren und dann gucken wir mal. Nehmen wir jetzt nochmal ein Level up. Und dann gucken wir mal, weil da jetzt mal langsam vorwärts kommen hier. Okay, man kann später respecten. Interesting. Ich raste hier mal sicherheitshalber nochmal ganz kurz. Damit ich hier auch definitiv den Reset-Point habe. So. Spring mal bitte. Ich mag deine Sprungangriffe sehr. Stuff, da ist mein Stuff. Aua! Wow, okay. Hallo! Ja, genau, den mag ich. Ja, genau. Damit hatte ich leider gerechnet, weil ich dumm bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache dem gerade sogar weniger Schaden als vorher. Hier ist vielleicht an dem Debuff, den ich da habe. Irgendwas habe ich. Ich habe ja irgendeinen Debuff. Aua. Aber ich frage mich, was ich da irgendwie für Debuff habe. Aua. Ja, ich wollte jetzt gerade mal sterben, weil irgendwie habe ich einen Debuff, aber ich weiß nicht, was für einen. Jetzt ist er definitiv weg. I don't know. Ah, okay, dafür habe ich jetzt aber auch wieder weniger Leben. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, oder? Aber ich habe immer noch den Debuff. Was ist das für ein Debuff? Keine Ahnung, was das für ein komischer Debuff sein soll. Kann ich das nicht irgendwo sehen?
Vielleicht sollte ich mir auch einfach nochmal irgendwie Stärke gönnen. Demnächst mal. Wie viel Stärke habe ich denn? 13, 16 dafür. Jo, alles klar. Liebe Fritz, aber warum habe ich den? Ach, weil ich die doofe Tuse da angequatscht habe, ne? Weil ich diese blöde Gnade habe, kann das sein? Das hat mich getroffen? Okay. Jawohl, das hat ja gar nicht gereicht gerade. Alter Schwede. Au, au, au. Na, lieber Ladebildschirm. Ah. Ja, okay, jetzt ist er weg, ja. Mach doch mal bitte deinen scheiß Sprungangriff. Das ist nicht das, was ich wollte. Ja, na klar. What? Was ist denn das gerade? Drück halt dodgen, aber es passiert nichts. Man kommt, schau da mal wieder hinüber. Juhu. Wäre auch nichts Neues, hätte ich jetzt bei den Dark Souls Sachen auch schon gehabt. Sollte wahrscheinlich aber wirklich noch ein bisschen farmen irgendwo. Aber ich werde jetzt hier nochmal so 3, 4, 5 Minuten den Typen einfach mal probieren. Mal gucken, dass er ein bisschen seine... sein Moveset ein bisschen reinbekomme, was er so kann. Ja, genau den Satz. Da war ich zu greedy. Na, wie sieht's aus? Nein. Oh, come on! Ich habe jetzt seine zweite Phase noch nicht wirklich gut gesehen. Die habe ich ein einziges Mal kurz gesehen. Ach so. Hallo! Oh, Alter. Ach gut. Hatte ich gerade wieder so einen richtig schönen Delay drin, ne?
okay. Ja, genau. Hallo! Okay, man kann da runterfallen, gut zu wissen. Okay. Gut, man kann da also schön runterfallen, das ist doch schön zu wissen. Burp. Einen letzten Try mal noch. Dann möchte ich für heute offline gehen. So, was essen. Haben noch nichts gegessen. Jetzt mal gucken, dass ich wirklich mal vernünftig in die zweite Phase reinkomme. Sprungangriff. Ah, okay, der trifft dann tatsächlich nicht round, okay. Ach, come on! Ja, klar. Ja, nee, da brauche ich definitiv mehr Schaden für. Das ist ja ein Witz, was ich dem mache. An Schaden ist ja unter aller Sau. Der ich definitiv vorher noch ein bisschen fahren müssen. Na gut.